Folge Nummer 60 von Oxygen Not Included. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Harold, der war hier gerade wieder auf der Massagebank. Wir sind schon wieder 1% runtergekommen. Wir hatten 74 letztens, jetzt sind wir schon bei 73. Sehr schön. Der Mordrak, der hat mir auch geschrieben, lass uns mal gerade zu den Betten gehen. Das hat geschrieben, dass ich mal diese luftigen Steine da nehmen soll und die unter die Betten machen soll, damit da das CO2 runter kann, damit die mal wieder in Ruhe schlafen können. Ne? Macht Sinn. Ja, komm, machen wir da auch noch. Ah, super. Das hat wieder richtig gut geklappt, ne? In dem Moment, wo ich klickte, hat das nicht genommen, sondern er hat dann genommen, wo ich nicht geklickt habe. So, dann wollen wir jetzt den nochmal dahin machen. Und hier machen wir das auch nochmal. Da ist noch ein Bett. Dann machen wir das da auch ein bisschen weiter. Machen wir hier noch zwei. Hier. Ah, da wollte ich nicht. Ich wollte da und da. Ah, super. Das ist ja jetzt wieder richtig cool hier. Ja, jetzt schnell abbrechen, ne? Sonst haben wir es gleich überall, wo wir es nicht haben wollen. So. Ah, der ist da eigentlich auch verkehrt, ne? Mach die nochmal weg. Da ist gut. Höher gibt es keine Betten. Nochmal den Stein. So, da und da. Jetzt passt's. So, jetzt fällt das CO2 hoffentlich runter, wie sich das gehört. Hier haben wir es alles. Ich glaube, das passt dann soweit. Jetzt ist die Frage nur, wie hoch haben wir es priorisiert? Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Ja, auf 5, ne? Mal gucken, wann es gemacht wird. Ach so, hier unten, der Mordrak hat auch noch geschrieben, dass er hier noch ein Problem mit hat. Dass der Anzug vielleicht hier, ne, zu wenig Luft kriegt, dass er da noch einen Tank zwischen macht. Aber in diesem Automaten, wie man hier sieht, ist ja diese grüne Anzeige hier. Der erste ist ja jetzt voll. Der zweite ist halb voll, der vorletzte ist hier so ein bisschen und der hat ja gar nichts, obwohl jetzt mittlerweile schon was drin ist. Und wie du siehst, Mordrak, der Anzug ist vollgetankt. Und das ist bei allen drei Stationen. Und der Balken zeigt dir an, dass da noch Reserve drin ist. Jetzt frage mich bloß nicht, ob man es hier irgendwo rechts auch noch sehen kann, wie viel da ist. Ja, ich glaube 200 Kilo Sauerstoff sind da drin, ne? Hier sind es 81. Hier sind es nur 11 Kilo. Und hier ist es einmal Atemschutz. Boah. 980 Gramm. Ne? Also da sieht man, wie viel da drin ist. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel im Anzug ist. Aber wahrscheinlich 200 Kilo oder was. Würde das sein? Könnte das sein? Ja, also der Anzug hat 200 Kilo und 200 Kilo Reserve, denke ich mal, wenn ich das so richtig verstehe. Das müsste man natürlich sehen, wenn da einer reingeht und den hier nimmt, ob der danach wieder leer ist. Aber ich glaube nicht, das ist sogar noch mehr, meine ich. Aber blöd ist, dass unser Sauerstoff Lebensmittelvergiftung hat. Ich wollte es eigentlich gesund haben, aber es ist nicht gesund, ey. Da haben wir in der Luft Keime dran, das ist ganz schlecht. Okay, dann ist das so. So, die flitzen alle hier irgendwo hin. Der eine ist zu tief gerutscht, oder wie? Da wird geduscht. Hier muss gereinigt werden. Okay, Stresslevel ist schon 70 runter. Harold war wahrscheinlich schon wieder auf der Bank. Und die, ja, da fehlt jetzt tatsächlich nur dieses eine Fleckchen hier, ne? Ah, das ist der Ziegel. Aber er ist auf 9. Die müssten jetzt mal gerade zusehen, dass sie diesen einen Stromkabel dann machen. Und dann wäre der wahrscheinlich auch besser hier versorgt. Und Eis haben wir tatsächlich auch noch. Und Essen ist auch da. Wie viel haben wir? 4.895, das geht, ne? Plätze sind auch noch frei. Wir sind da 2, 4, 6, 7. Wo ist denn der 8.? Hat er einen Einzeltisch? Im Arztzimmer? Ja, der sitzt im Arztzimmer und ist da. Alles klar. Oder im Krankenhaus heißt das ja. Gut. So, wie ist das mit dem Essen? Fritti, habe ich das ausgestellt eigentlich? Ich habe schon länger wieder nicht gespielt, ne? Eine Woche ist es schon wieder her. Das ist ausgestellt. Fleisch sollen sie auch nicht essen. Warte mal. Wo sind die Dornbeeren? Kann ich also, kann ich weiter scrollen. Aber die Dornbeeren. Ah, da ist die Knorpelbeere. Das heißt, die Dornbeeren sollten die auch nicht essen. Umgekehrt ist es, oder? Weil die Dornbeeren, die sind doch hier am Liegen dann. Das ist doch ein Dornblütensamen, ne? Ich glaube, das habe ich falsch rum eingestellt, oder? Knorpelbeeren sollten sie essen und
Die Dornbären nicht. Ah. Ja. Wo kann ich das feststellen? Hier drinnen kann ich das feststellen. Knorpelbeere. Das heißt, so rum ist es richtig. Die Dornbären braucht man nämlich für Knorpelbeeren herzustellen, ne? Warte nochmal. Ja, Dorn. Die gegrillte Knospe einer Dorn. Knorpelbeere. Ungegrillt ist es das. So, und dann ist es das, was sie essen sollen. Aha, haben wir falsch gemacht. Naja, wird hoffentlich werden. So, das ist geklärt. Ah, guck mal, jetzt sind die mit den Anzügen hier gerade unterwegs. 16,6 Kilogramm Sauerstoff. Und hier sind's. Ah, warte mal, da. So, der ist jetzt 14,1, 16, da sind 2 Kilo weg. Also irgendwas passt mit der Anzeige. 1 zu 200 steht da ja auch. Ein 200stel oder was meinen die damit? Das ist jetzt eine gute Frage. Mit der Anzeige komme ich nicht klar. Auf jeden Fall sind 2 Kilo Luft weg. Die sind jetzt hier drin. Irgendwo ist da ein Anzeigefehler, weil vorher waren es 16,1. Ne? Und jetzt sind es 14,1. Das passt schon. Und wenn, dann ist natürlich reichlich Ladung da drin in dem Teil. So, jetzt geht er Wasser holen. Ja, wir müssen natürlich die Jungs aufpäppeln, dass die hier eigentlich schneller unterwegs sind, ne? Kann man hier sehen, wie viel in dem Anzug ist? Ich glaube nicht, ne? Oder? Oder wahrscheinlich auch, aber... So, jetzt war hier 14,1. Jetzt sind noch 10. Das sind jetzt 4 Kilo weg. Ist jetzt die Frage, wie viel drin war, ne? Auf jeden Fall ist der Balken immer noch hier ein Strich und da ist es... ja, 90. Ich glaube 81 waren es. Das wird sowieso mehr. Ich glaube, das, was da drin ist, ist auf jeden Fall genug, Mordrak. Ja, das brauchen wir gerade nicht. Hier ist abgeschlossen. Was machen unsere tollen Puffs? Da ist noch ein Ei. Kontinuierlich, aber das macht keiner gerade. Ja, hier stellen wir Strom auf jeden Fall her. Und wir müssten jetzt auch mal mit dem Strom noch auf die fetteren Leitungen kommen, ne? Was macht denn der Strom jetzt hier gerade so in dieser Region? Obwohl gerade keine, doch hier oben ist die Überlastung. Ja, weil hier unten vielleicht schon dickere Leitungen teilweise liegen, ne? Ja, das sind schon 4K-Leitungen. Ja, da müssten wir jetzt gucken, das war eigentlich das Netz ein bisschen besser bauen, ne? Ja, gelb geht noch, ne? Aber rot ist dann schlecht. Da müssten wir was aus dem System rausnehmen. Wenigstens hier die 240 Watt mal rausziehen. Ja, waren wir schon richtig, ne? Nur dieses Kabel vielleicht auswählen. Ja, das geht nicht upgraden. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann trennen wir hier irgendwo auf. Man müsste jetzt natürlich da... So, nochmal hier gucken. Na, er ist, glaube ich, schon wieder rausgeflitzt, ne? Der war nicht weit. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber er muss, glaube ich, auf Toilette, ne? Das ist schade. Naja, ist so. Schauen wir mal gerade hier hoch. Der Webstuhl mit den Anzügen ist noch nicht fertig. Hier... Ist doch, da ist ein Pockepanzer. Hülle? Okay, ich dachte, das wäre... Ah, hier sind sie. Pockepanzer-Rogen. Ja, kontinuierlich weitermachen, oder wie war das? Was macht unsere Kühlsystemanlage hier? Hier passiert nichts. Wasser läuft da runter. Ah, da ist auch keimhaltiges Wasser. Hier wird noch gekühlt, da auch... Was macht unser Harold? Ist bei 52%. Der Stress geht runter. Das ist doch schon mal gut, oder? Das kriegen wir hin. Der ist da auf der Stretchbank und läuft. Schon irgendwas hier passiert? Nein. Ich glaube, wir machen mal
so 3 Stück auf eilig, oder? Und hier oben machen wir auch noch einen auf eilig. 2, 4, 6, 7, 8 fast. So, wie sieht's hier aus? Das ging ja nicht, ne? Weil sonst würde der da auf Dingens kommen. Ist schon überanstrengend, der Miep, und der Harold ist knapp drunter. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir aufräumen, ne? Dass wir aufräumen. Also hier ist ja jetzt nichts mehr aufzuräumen, ne? Doch, sind tatsächlich 2 Sachen wegzuräumen. Da liegt auch noch was. Ja, hübsch ist anders, ne? Wie soll man das sagen? Hier ist schon alles weg. Hier liegen noch Sachen. Ja, man muss gucken, dass man denen da ein bisschen die Klamotten wegräumt. Was ist denn das hier für ein Teil? Müssen wir gleich mal gucken. Ach, das ist Medipack. Und es gibt auch Sachen, die wir nicht wegräumen können, weil uns dann noch Kanister fehlen, sage ich schon. Lagerkapazitäten. Komm, machen wir hier noch welche hin, ne? Passt erstmal. 3 Stück mehr. Hier fehlt es noch an Datenleitung. Aber drinnen ist noch schon was, ne? Haben wir nur reingepackt. Kohle, okay. Batterie ist an. Oh, jetzt sind es 3 hier. Habe ich eben einen übersehen oder sind es tatsächlich 3? Ich glaube, wir müssten hier mal noch eine zweite Anlage hinbauen fürs Dingens hier, ne? Erdgasgenerator. Eigentlich können wir mehr Strom generieren hier. War das Station? Ich glaube ja, ne? Nee. Wahrscheinlich hier, ne? Nee, auch nicht, oder was? Doch, da oben. Warte mal. Ah, nee, die Wärme sollte schon hier unten bleiben, ne? Also macht schon Sinn, den hier hinzubauen, wenn. Ja. Er produziert ja Wärme, ne? Ja, komm, setz das mal da hin. Ist auf 5, machen wir eine 6 raus. Und dann müssen wir natürlich noch anschließen, ne? Lüftung. Boah. Das wäre so. Und dann müssen wir natürlich noch ans Stromnetz, ne? Ah, geht nicht mehr, das dicke Kabel, ne? Ja, dafür müssen wir erst Dingens hier haben. Material. Ist aber da. Hier ist auch was. Ja, müssen wir mal warten, ne? Hier haben wir tatsächlich Rohöl. Hier liegt ganz viel, ne? Slickster-Ei. Ach, Slickster-Ei. Ach so, das war das mit der Wärme. Ach, das ist ja auch hier oben schon gebaut, ne? Was aber nicht gemacht wird, also... Ja, weil wir Stress hatten, haben wir das auch ein bisschen runtergeschraubt vielleicht, ne? Machen wir mal so, oder? Vielleicht kommt dann eher einer bei 3 dazu. Ah, hier wird der erste gebaut. Da auch. Müssen wir gleich gucken, ob das hier was bringt. Wenn das runterfällt. Ja, Schleim haben wir nicht, hat der Mordrak auch festgestellt, und keine Algen. Aber wir haben hier diese hier, die machen Schleim. Da ist gerade wieder was runtergefallen. Siehst du? Da ist der Schleim. Und den machen wir. Ne, Algendistille war das nicht, oder? Schleim zu Algen. Doch, hier wandelt Schleim zu Algen. Und wenn wir dann da mal was hinbringen, dann kriegen wir auch, ne? Dingens, sag schon, Algen. Allerdings, ja, schwierig, ne? Wir haben das mit dem Erdgas. Was, Wasser ist natürlich hier ganz viel gewesen. Wir haben ja auch noch hier den Kaltdampfschlot. Den wir immer noch nicht angepackt haben, ne?
Das ist ja immer noch hier, ne? Können wir immer noch da reinlaufen lassen, Ben. Der ist sogar aktiv. Eigentlich müsste es doch irgendwann überlaufen, mal, oder? Ist hier der Druck so hoch, dass er nichts ausstoßen kann? Hm. Erzeugt Dampf. Tropft ja auch runter. Es müsste ja eigentlich hier steigen mit der Zeit dann und dann da runterkommen. Wie warm ist denn das hier? Wasser. 41,8 Grad. Und hier ist es. Da ist das Wasser 28,7 Grad. Ja, müssen wir gucken, dass das da mal rumgeht, ne? Es muss. Tja. Wenn ich es aufmache, habe ich sowieso dran. Weiß nicht. Ob man das hier wegmachen sollte. Dann fließt Wasser raus. Dann wird aber das alles rausfließen. Ich glaube, dafür sollten wir das hier erst weniger lassen. Bis wir uns da diese Entscheidung aufhalsen. 800 Watt. Ja. Hier geht was. Wie ist denn mit Sauerstoff? Kommt da einiges rein? Wo ist jetzt hier unser Sauerstoff-Overlay? Da. Ja, kommt, ne? So ist nicht Mordorak. Sauerstoff kriegen wir daher geliefert. Geht aber immer in die ersten zwei rein irgendwie. Die dicken Dinger gehen immer in die ersten zwei. Und jetzt pass auf, der kleinste, der geht hinten rein. So sieht's aus. Da sind drei unterwegs. Was machen die denn hier? Einer ist hier unten, die anderen beiden sind da. Brütet da einer mal oder was macht er? Nee, der ist nicht zum Brüten. Ah, der gibt hier Dünger hin. Und er macht Pflege. Und er gibt auch Dünger dahin. Wie hoch ist denn hier? Ach so, deswegen geht's da nicht voran. Ich denke, wir sollten das mal auf 5 stellen, dann klappt das auch, ne? Ja, der Pufflet wird erstmal gepflegt. Unsere Schleimproduktion läuft, ne? Eingeengt, ja. Ist die Frage, ne? Wo kann man es noch größer bauen? Hier ist wegen dem Schlot vielleicht schlecht. Könnte hier noch was ergänzen. Das können wir erstmal von oben bedienen und nachher hier aufbrechen. Hm. Das ist alles im Dingensbereich, ne? Das ist jetzt nicht so optimal, ne? Vielleicht bauen wir hier noch an. Eine Pumpe reicht sowieso nicht so wirklich, aber wir müssten mehr Diffuser hier haben wahrscheinlich. Warte mal, was? Hier läuft doch sowieso was falsch, oder? Der erzeugt doch auch Wasserstoff. Das ist doch kein Wunder, dass wir hier in der Bude hier oben Wasserstoff haben. Hier haben wir wohl eine Fehlplanung. Mach das mal zerlegen. Und hier muss zu. Schleuse hin. Da ist aber was ganz im Argen. Und das können wir gleich abbrechen, die Rutschstange. Die soll da sowieso nicht mehr sein. Mach das mal schneller hier auf 9 und dann werden wir dazu bauen. Ziegel auf 9. Und den auch auf 9. Und die Schleuse auch auf 9. Das muss schneller passieren. Und dann müssen wir das hier aufmachen, damit der Sauerstoff da reinkommt. Das ist doof gelaufen. Was filtern wir denn hier? Filtert Sauerstoff, filtert Erdgas, filtert Wasserstoff. Na, der braucht gleich keinen Wasserstoff mehr filtern. Geht der denn auch bis da unten hin? Sehe die Leitung jetzt nicht so wirklich, ne? Eine Brücke rüber und geht hier unten
Also geht dann dahin, okay. Wieso geht hier was runter? Achso, da ist der Automat. Hier ist offen. Ist das gut, dass da offen ist? Ja, lass mal so. So, das ist zu. Das ist zu. So, dann können wir hier zerlegen. Und da auch zerlegen. Die Schleuse steht auf 9, ja. Das ist auch gut so. Stress, 49, immer noch Harold. Ist das denn jetzt hier mit Dingens fertig? Ja, ist es. Und der Strom läuft auch. Das ist, glaube ich, diese Batterie hier, der da oben tritt, der macht das mit, ne? Und hier haben wir erstmal ein Dingens. Eine Blaupause, die da kommt. Ja, guck mal. Vortrag, jetzt kommen 500 Kilo Algen. Die anderen nehme ich auch gar nicht, egal was für Werte die haben, weil das jetzt nicht unser Ding gerade war. Gut. Läuft erstmal, ne? Drei Toiletten, aber... Irgendwann müssen wir auch Einzelkabinen, Einzelzimmer machen mit Toiletten und so, ne? Aber jetzt noch nicht. Kriegen wir auch noch hin. Hier ist nichts passiert, glaube. Die Tür ist noch nicht gebaut. Bauauftrag ist da. Aber wird nicht gebaut. Da kommt einer, ne. Der bringt da erstmal Algen da hin. Ja. Die beiden sind hier gewesen. Pufflet-Zimmer 3. Ah, ich glaube, wir machen mal auf 6 hier, damit er da ausgebeutet wird. Was ist mit dem los? Mürrisch, okay. Ja, müsst damit leben, ihr drei, ne? Und hier jetzt. Ja, wir können hier noch Pufflets reinlassen. Dafür sollten wir hier noch was bauen. Ah, das hat wieder gut geklappt, ne? Immer knapp daneben hier. So. Das soll so sein. Dann graben wir das erst weg. Und da kommen sie natürlich dann nicht hin. Das heißt, da muss eine Leiter hin. Dann können sie das da erstmal hingraben. Hier sind isolierte Ziegel. Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Damals, ne? Als wir angefangen haben zu bauen. Kann hier überhaupt einer hin? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, wir könnten den mal aufmachen. Nee, lass es sein. Das läuft. Hier läuft nichts. Das lauter Erdgas haben wir, das bis hier schon ist. Und der flitzt hier, ne? Der ist Anzugträger. Ist das Harold? Ja, und Harold baut jetzt hier erstmal was, ne? Ja, klar. Ja, bester Mann, ne? Hat zwar Stress, aber bester Mann. So, was macht er hier? Otto? Otto geht hier hoch und macht was? Holt Schleim. Also Harold ist schon mal cool, ne? Da müssen wir mal schauen, wer macht das denn noch? Sonst kein... Ah, hier, den, der Roban, der kann auch. Aber der ist auch kurz davor. Beim nächsten Mal geht schon. Dann kriegt er das auch. Ach, guck mal, warte mal. Lass mal, Harold war noch gestresst. Das geht nicht. Er geht auch nicht. Aber hier mal einen neuen Punkt. Fortschrittliche Forschung.
Also hier, für besseres Bauen haben wir noch was offen. Sonst überall bis Klempnerei fehlt noch was, aber da sind schon genug vorher. Ja, eigentlich müssten wir ihm ja die Forschung auch geben, weil das sein Lieblingsgebiet mit ist. Aber eigentlich ist er hier Meister dekorieren, ne, oder? Ja, er ist der hier und dann sollten wir das vielleicht auch tun. So, und hier haben wir noch Gossmann. Hat auch noch einen und der wäre Arzt. Und ja, komm, machen wir auch erst durch. Gossmann kriegt jetzt die rote Kappe auf und der kriegt hier auch die rote Kappe auf. Mit dem Stift hinterm Ohr, aber ist gar nicht das Ohr. Bauen 2 ist richtig. Das ist auch richtig. Kochen gibt es nur 2. Das ist schon Forschung 3. Das ist auch 3 und das ist auch 3. Ja, die machen das schon, die 3. Ja, da müssen wir gucken. Da können wir keine Punkte weiter vergeben. Da müssen wir welche wegschruppen, wenn. Wichtig ist, dass wir nur Anzüge da kriegen, ne? Die, also die Fähigkeit dazu kriegen, dass sie dann auch schnell laufen. Weil die sieht man ja, wie langsam die sind, ne? Otto und Barney. Während Harold richtig flotter war. Da kommt Harold. Wie wenn er ohne läuft, ist das, ne? Macht schon Sinn. Der hat den anderen überholt. Und Hunger hat er auch noch. Kupfer wurde auch noch gerade geliefert. Harold geht schon wieder runter. Keine Ahnung warum. Er macht jetzt hier die Farm erstmal fit. Naja, okay, verhungern? Wieso verhungern? Ja, wer verhungert? Wo ist Harold verhungert? Harold, lass die Scheiße sein, geh essen. Harold, du hast nur noch 900 Kalorien. Harold, das ist jetzt nicht wichtig. Ja, geh essen. Kann ich das abbrechen? ...279. Harold, hör jetzt auf, dieses Ding zu bedienen da. Das ist doch die Eis-E-Lüfter, ja. Ja, kannst du das jetzt mal sein lassen? Das bringt nichts. Harold. Hey, jetzt ist gut, Harold. Jetzt essen selbst, endlich. Wird auch Zeit. Kein Bock, dass du verhungerst. Hab ich schon genug Stress gehabt. Kalorien sind ja auch genug da. Nur wo? Im Kühlschrank? So, jetzt hau rein, dass du was wirst. Okay, geht wieder hoch. Ah, das sind so Helden, du. Ja gut, ich sehe aber schon, die Zeit ist wieder fortgeschritten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, dann können wir da wieder drüber reden. Der Mordrak hat das ja super gemacht. Und auf anderen Videos, der Thomas Stehler zum Beispiel, der Michael auch, Friedrich und Pumuckl schreibt ja auch bei Simotrans. Das finde ich richtig cool. Das hilft mir unwahrscheinlich weiter. Und ja, gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Weiß nicht, ob ihr das macht. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Das wäre auch cool. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Macht's gut. Ciao.